Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Shredlights SL200. Das sind Lichter für elektrische Skateboards. Die sind gestern aus Amerika gekommen. Das ist ein ziemlich großes Paket, also die sind nicht nur für mich. Heute tun wir sie einfach mal unboxen und danach Mindset an das Boosted Board schrauben. Los geht's! Wow, da ist mal eine kleine Ladung Sticker drin. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Es ist jetzt halt einfach vom Licht her immer blöder zu fahren. Und gerade wenn man dann auf irgendwelchen Waldwegen unterwegs ist oder so, musst du halt schon sehen, wo du gerade drüber fährst. Dafür gibt es jetzt diese Lichter. Also ich teile es mal kurz auf. Das ist wie gesagt immer dieses Mount Pack, wo einfach unterschiedliche Aufnahmen mit dabei sind. Dann machen wir als erstes die Halterungen auf. Da steht auch drauf, was da jetzt genau drin ist. Das ist einmal ein Pair Flat Mounts, Angled Mounts und Extended Mounts. Das kommt immer darauf an, an was für ein Board ihr das dann ranmacht. Da gibt es eine Tabelle, auf der dann drauf steht, was genau ihr braucht. Die blende ich euch hier jetzt kurz noch ein. Zwei Lichter, ein Ladekabel und Sticker. Sticker haben wir schon mal. Dann können wir die Lichter einfach rausnehmen. Die sind tatsächlich kleiner, als ich gedacht habe. Die sind vielleicht so feuerzeugmäßig groß. Und das sind jetzt eben die zwei weißen Varianten. Jetzt gucken wir mal. Ah, die kommen auch schon geladen. Wenn ich einmal drauf drücke, sind sie an. Wenn ich nochmal drauf drücke, sind sie noch heller. Nochmal sind sie noch heller. Und dann sind sie in einem Flash-Modus. In einem schnellen Flash-Modus. In einem merkwürdigen Flash-Modus. So, wenn ich es jetzt aushaben möchte, dann muss ich einfach nur 2 Sekunden drücken. Was ganz geil ist, die haben auf beiden Seiten diesen Funktionsknopf, sage ich jetzt einfach mal. Und auf der Oberseite haben wir den Micro-USB-Port, über den das Licht dann geladen wird. Der ist mit einer Art Gummi Dichtung geschützt, dass er eben auch wirklich wassergeschützt ist. Auf der Unterseite befindet sich dann der Halterungsmechanismus, den gucken wir uns aber gleich am Board an. Tatsächlich auch, aha, geil, das ist ein USB-Kabel mit 2 Micro-USB-Ausgängen. Das heißt, ihr braucht nur einen so einen Stecker und könnt damit beide Lampen laden. Jetzt ist es so, dass, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, die Standardhalterungen sind immer in dem Set mit drin. Ich zeige das gerade einmal. Man schiebt den einfach hier rein, bis er einklingt und dann sitzt das auch schon. Und wenn ich ihn wieder rausziehen möchte, muss ich das hier unten einfach leicht anheben und dann kann ich ihn nach vorne wieder rausziehen. Im anderen Pack wird, vermute ich, genau das gleiche sein, nur eben einfach in der Variante rotes Licht, also ein Rücklicht bzw. 2 Rücklichter. Und man erkennt es dann auch schön an dieser roten Kennzeichnung, an den Lichtern selber, welche man jetzt gerade in der Hand hat. Das heißt auch hier, wenn ich den jetzt anmache, habe ich rotes Licht, rot schnell blinkend, rot asynchron blinkend, ganz an, richtig stark. Und absolut stark und dann geht es wieder beim Blinken weiter. Also da ist nichts großartig anders, außer dass eben die Farbe unterschiedlich ist. Wir haben auch wieder das Ladekabel mit dabei. Noch mehr Sticker mit dabei. Ich hätte gesagt, jetzt schrauben wir die Halterung einfach mal an das Boosted Board dran. Das mache ich jetzt nicht hier, weil das ist vom Platz her ein bisschen scheiße. Das heißt, wir ziehen mal kurz um. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Und zwar einmal für die Rückseite brauche ich diese 90 Grad angewinkelten Halterungen. Und für die Vorderseite brauche ich die Standardhalterungen. Die habe ich ja auch hier mit dabei. Das Coole an diesen Lichtern ist, dass ihr gar nicht großartig alles auseinanderbauen müsst. Dafür setze ich hier den großen Skate-Schlüssel an, auf der anderen Seite den kleinen Imbusschlüssel. Und dann löse ich einfach diese obere Schraube und das gleiche mache ich auf der oberen Seite, auch einfach von der anderen Seite den kurz kontern. Dann muss man die Schraube eigentlich nur anlösen und dann hat man die draußen. Ich mache das jetzt so, dass ich das nur auf der
Oberseite mache. Dadurch ist dann einfach die Achse nicht komplett lose. Das heißt, ich muss mir da keine Sorgen machen, wie ich das nachher wieder dran kriege. Und jetzt nehme ich die Halterung und setze die so ein, da muss man natürlich gucken, welches ist jetzt die richtige, dass diese kleine Zunge hier vorne auf der Vorderseite ist. Dann setzt ihr das einfach dort ein. Das sind Langlöcher hinten, dadurch ist es dann flexibel. Und dann kommen einfach die Schrauben wieder drauf. Und die vordere Schraube kommt hier drauf. Und das ist eigentlich auch schon alles, was hier passiert. Also das ist wirklich kein Hexenwerk, das Ding zu montieren. Und dann nehme ich mir ein Shredlight ohne diesen roten Rand und klemme das im Endeffekt einfach von unten dagegen, bis das einrastet. Ich bin jetzt echt happy, dass ich die hier auch dran habe. Also ich mache das jetzt hier mal schnell fertig. Vorderseite ist erledigt. Jetzt machen wir das Ganze noch auf der Rückseite. Wie gesagt, ich habe fürs Boosted Board diese leicht abgewinkelten. Da müsst ihr dann einfach schauen, welche die richtigen für euch sind. Der zweite sitzt auch dran, eingeklippt und gut ist. Also wenn die Lichter dann drin sind, geht ihr einfach hierher, zieht das leicht nach oben und dann sind die Lichter draußen und ihr könnt sie so einfach rausnehmen, wieder reinklippen, geht auch einfach so reinschieben und gut ist. Jetzt habe ich vorne und hinten die Lichter dran. Ich habe mir am Anfang tatsächlich auch gedacht, wofür brauche ich zum Teufel solche Lichter? Wenn jetzt aber die Dämmerung immer so früh kommt und du bist irgendwo draußen unterwegs und siehst auf einmal nicht mehr richtig, was vor dir ist. Also ich vergleiche das immer gern mit dem Snowboarden. Wenn es so bewölkt ist und du hast nicht die richtige Brille dabei, dass du einfach den Untergrund nicht mehr richtig siehst. Und genauso empfinde ich es beim Boosted Board auch und das ist mir dann einfach ein bisschen zu gefährlich. Dann zeige ich euch einfach mal die Lichter. Ich meine, hier drin ist jetzt schon ein bisschen dunkler geworden. Voll in Action seht ihr sie dann morgen. Also das sieht schon richtig mächtig aus. Und jetzt ist hier kein Licht mehr drin, außer die beiden Shredlights vorne. Dann zeige ich euch noch kurz diesen Blinkeffekt. Also, wenn ihr noch Fragen zu den Lichtern habt, beziehungsweise zur Montage an eurem Board, schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Ich habe noch ein kleines Anliegen und zwar genau heute in einer Woche sind zwei wichtige Events, also für mich persönlich wichtig. Einmal habe ich am 21. September Geburtstag. Dieses Jahr ist ein Runder, ich werde 30. Aber das, was euch wahrscheinlich alle ein bisschen mehr interessiert, am 21. September ist auch wieder eine Demo zur Legalisierung der elektrischen Kleinstfahrzeuge in Berlin. Ich packe euch so wie sonst auch immer die ganzen Links unten in die Videobeschreibung mit rein. Da seht ihr dann, wo ihr euch melden müsst, wenn ihr dort mitmachen möchtet, wann das genau alles stattfindet und was für Rahmenbedingungen das Ganze hat. Mir persönlich ist das enorm wichtig, weil wir eben doch einfach eine sehr kleine Gruppe sind, die sich dafür begeistern, also im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland. Und dadurch ist es einfach extrem schwer, da irgendwie was in Bewegung zu bekommen. Und deshalb brauchen wir wirklich jeden Einzelnen von euch, uns, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, damit wir einfach zeigen, dass das eine Alternative ist, dass das eine neue Art der Fortbewegung ist. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr euch da einfach auch mit einbringt, soweit wie es in euren Möglichkeiten ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich teste jetzt einfach mal und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!